bei Salzburg. Willkommen zum ÖFB Samsung Cup Viertelfinale der Bundesligist Red Bull Salzburg. Heute daheim in der Bullen Arena gegen den ersten Ligaverein. Jetzt zurück. Und Echan Wan mit dem Fehlpass. Die Kapfen der 8. Spielminute hier in Führung gegangen. Salzburg aber schon wieder unterwegs über die rechte Seite. Jetzt in das Tor hinein in Richtung Strafraum. Lazaro aber dann mit dem Fehlpass und wieder Santos Sa im Ball. Schon wieder im Ballbesitz. Lazaro verlängert an die rechte Seite zu Radosevic. Radosevic direkt aber zurück in die Abwehr und der Ball jetzt wieder über Lakic Pesic zwischen Minamino am 16er. Rückpass wieder zu Schlager. Schlager in die Zentrale. Schön gesehen. Hechan Wan wäre da gestanden. Aber die Kapfenberger versuchen es gleich mal mit einem Konter. Santos Sa kommt nicht zum Ball. Salzburger wieder mit Versuch über und jetzt Xaver Schlager wieder mit dem Kopfball. Roster Reiner mit dem Pass auf die rechte Seite. Minamino kommt da nicht mehr zum Ball. Geht's beten. Im Strafraum Kopfball Kapfenberg. Rechts nach draußen. Foul, sagt der Schiedsrichter. Die Salzburg immer noch im Ballbesitz auf der rechten Seite. Lazaro, der nimmt Ball zu Leiner. Leiner mit der Reingabe und die Kapfenberger klären zum 5. Eckball. Für die Salzburger Ecken immer noch 5:0. Schlager mit dem Pass an die linke Strafraumecke. Flanke rein von Stangl und dann wäre Minamino auf der rechten Seite dran gewesen. Die Kapfenberger klären aber zum 6. Eckball. Schön gesehen hier von Stangl. Gefällt mir gut. Direkt hier an die 5er Linie und dann rutscht Nemanja Lakic-Pesic herein, der 25-jährige Serbe. Und dann wieder Calitaza mit dem weiten Schuss nach vorne. Lazaro. Radosevic. Pass auf rechts zu Leiner. Leiner, gut gesehen. Auf der rechten Seite Echan Wan, aber zuvor die Calitaza, der wieder zu Leit geht. Leit geht weiter Pass wieder zu Radosevic. Das ist aber zu weit. Lakic Peric mit dem Ball in Seitenout. Gibt Einwurf für die Salzburger. Lang machen. Noch einmal die Salzburger über die rechte Seite, über links irgendwie durchgeschummelt. Und jetzt wieder der weite Pass zum Mittelkreis, zu Santosa. Ball kommt aber nicht an die Salzburg. Jetzt die rechte Flanke. Kapfenberger bringen den Ball nach draußen. War Budnik spielt den weiten Ball zurück in eigene Hälfte. Wandersen wieder mit dem schnellen Lauf schon unterwegs in Richtung rechte Strafraumecke. Wandersen mit der Reingabe. Kapfenberger klären in Richtung Torout 14. Ecke Salzburg. Stütze zum 1:0 in der 8. Minute. Achtung, Salzburger Pass auf rechts. Da ist ein wenig Platz für Lazaro. Lazaro über rechts in den Strafraum unterwegs, gibt ab zu Leiner, Leiner mit dem Schuss abgefälscht, heißt Eckball Nummer 17 für die Salzburg. Zu Leiner, Leiner mit der Flanke an den Fünfer, Wandersen will aufsteigen, macht den Kopfball und Berischer kriegt es nicht rein. Steht ein paar Zentimeter gerade vor der Seitenhautlinie, gut gemacht, schön gemacht von Wandersen mit der Reingabe in Richtung Takumi Minamino, Minamino mit dem Schuss, aber rechts weit über das Tor drüber. Fußball schon unterwegs nach vorne, vorne rechts wäre Berischer. Wandersen aber im Alleingang. Pass auf die rechte Seite, verliert den Ball aber dann.